Ja, Skoda Kamiq steht hier neben mir in der 1,0 Liter, also 13er Version aus dem VW-Konzern, der Motor, 999 Kubik mit in einer Rot-Metallic-Farbe hier, die kostet 990 Euro Aufpreis und heißt Velvet Red Metallic Premium Metallic hier. Das Auto basiert auf dem T-Cross, Volkswagen T-Cross oder Seat Arona, das ist die gleiche Plattform, bloß der VW T-Cross hat einen kürzeren Radstand, der hier verkauft wird zumindest zum Beispiel. Der in Brasilien verkauft wird zum Beispiel, der hat einen längeren Radstand, der T-Cross. Und dieser längere Radstand, den hat sich Skoda gekrallt für ihren Kamiq. Und deswegen hat man hier ein längeres Auto, bisschen mehr Radstand, 2,65 Meter und natürlich auch mehr Platz hier hinten, ungefähr oder ziemlich sicher 9 bis 10 Zentimeter mehr Raum hier für die Knie. Ja, dieses Auto hier, das sieht echt gut aus. Von hinten, das sehen wir auch gleich noch, da gehen wir gleich noch hin. Von hinten ist es ein bisschen mehr unförmig, aber hier von vorne zum Beispiel sieht es richtig gut aus, sieht besonders aus, aber nicht so, dass es zu besonders aussieht, dass es sich keiner mehr kauft. Es sieht besonders aus, weil die Scheinwerfer zum einen sehr, sehr schmal sind und zweigeteilt sind. Wir haben hier die Leuchten unten und die LED-Tagverlichter hier oben. In einzelnen großen, langgezogenen Bildpunkten sieht ein bisschen diamantähnlich aus. Auf jeden Fall, als ob es ein bisschen geschliffen wäre und sehr, sehr präzise ist. Das ist das Voll-LED-Licht hier, inklusive dynamischen Blinker. Das können wir ja auch gleich mal zeigen. Die sind hier ganz dynamisch und gehen so der Reihe nach. Sieht richtig gut aus, hat man normalerweise nur in der Mittelklasse im Volkswagen-Konzern, jetzt aber auch bei diesen unteren Einstiegs-SUV. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Automotiv.de. Mein Name ist Benjamin, wie immer. Ja, wie gesagt, diese LED-Scheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer kosten so um die 800 Euro Aufpreis. Ansonsten ist hier vorne alles Serie, der typische chrom eingefasste Kühlergrill, aber es ist die Style-Version hier, die wir hier haben. Ansonsten haben wir natürlich nicht so viel Chrom und nicht so viele Applikationen, die nach unten gezogen sind und nicht so viel lackierte Teile hier am Exterieur. Wir haben bei Skoda, ganz genauso wie bei Volkswagen, drei Ausstattungsstufen. Das ist die höchste. Und dieser Kamiq hier ist das unterste SUV. Dazwischen kommt noch Karoq und Kodiaq. Kodiaq basiert ja auf dem Volkswagen Tiguan Allspace. Dann darunter auf dem T-Roc und hier auf T-Cross. Aber er wildert im Bereich des T-Roc schon. Durch seine Länge, durch seine Option mit Glasdach, sehen wir auch gleich nochmal. Und durch verschiedene Sachen noch, denkt man schon eher, das Ding basiert hier auf dem T-Roc und nicht auf dem T-Cross. Eigentlich ist er, wenn man das Fazit vorausnimmt, ein bisschen der bessere T-Cross, der da schon wildert. Ich mache den Blinker mal wieder aus, die Motorhaube auf, dann sehen wir, wie es darunter mal ausschaut. Unter diesem hier, die Motorhaube ist relativ schwer, da ist ganz schön viel Blech dran, ja. Hier sehen wir, da ist noch ein bisschen Platz, aber nicht mehr allzu viel. Das ist der kleine Dreizylinder-Motor. Ihn gibt es auch noch, also natürlich in zwei Stufen mit diesem Dreizylinder 1,0 Liter Motor. Und ihn gibt es auch noch mit dem größeren 1,5 Liter Vierzylinder-Motor mit 150 PS, nicht mit 115 PS. Und darunter mit 95 PS gibt es natürlich auch noch eine Stufe. Dann gibt es noch den Dieselmotor. Und es gibt sogar eine 10G-Variante hier, also reichliche Motorisierungsstufen hier unter der Haube möglich. Preislich ist auch wieder der Vergleich zum VW T-Cross sehr interessant. Er in der Style-Version kostet ein paar hundert Euro weniger als der T-Cross in der Style-Version und bietet, wie gesagt, hier noch ein bisschen mehr Gimmicks, die wir jetzt sehen. Ja, von der Seite, wir haben hier eine Dachreling in Schwarz-Hochglanz lackiert. Die gibt es in der Style-Version exklusiv. Dahinter ein Glasdach, das ist relativ teuer, kostet 900 Euro, lohnt sich aber richtig, werden wir auch gleich noch sehen im Interieur. Das macht das Interieur extrem luftig und extrem freizügig und freigängig. Ja, und an der Seite haben wir hier in der Style-Version 17 Zoll Räder, die sind serienmäßig, 18 Zoll sind nochmal optional. Die gibt es dann zum Beispiel in der Monte Carlo Version, aber 17 Zoll hier auch als Winterräder sind die hier serienmäßig. Ja, gehen wir kurz ans Heck. Wir haben hier auch am Heck ein ganz besonderes Design. Klar, Kamiq-Schriftzug hier. Und das meinte ich wohl mit unförmig. Wir haben hier an der Seite die nicht so wirklich ausgeprägten C-Säulen, die dann in das Heck hier rummarschieren. Und dann haben wir hier verschiedene Stufen hier im Heck. Das ist typisch Skoda.
auch diese ganz klaren Linien und klaren Kanten und feinen Kanten und Linien, die das Ding ein bisschen am Heck, ein bisschen schmal und filigran machen, fast zu filigran und nicht die wirkliche Breite erzeugen. Wobei das hier besser gelingt beim Kamiq als beim Karoq. Der Karoq wirkt dann eher sehr, sehr schmal. Der Kamiq sitzt schön tiefer. Ja. Nur zum schnellen Vergleich, weil wir hier gerade einen Karoq sehen. Karoq und Kamiq. Hier diese Lichter, die mir überhaupt nicht gefallen, wo ich vorhin sagte, okay, das Auto, das wird schmäler gemacht durch diese Lichter und sieht einfach nicht so kompakt aus, nicht so schön satt auf der Straße. Während hier, okay, er ist jetzt auch sauber und hat die Lichter an. Aber selbst wenn die Lichter aus sind, kann ich auch gleich nochmal machen, sieht er einfach kompakter aus und gedrungener und sitzt besser auf der Straße, gerade durch diese Lichter und durch die Signatur, die bis ganz nach außen geht, das bei dem nicht der Fall ist. Selbst wenn ich es jetzt ausmache, sieht man das, dass das Heck trotzdem breiter kommt als das des Karoq hier drüben. Und vom Design zumindest, wer auch diesen bisschen mehr Platz hier nicht braucht und dieses größere Auto, ist das Auto auf jeden Fall dann doch die bessere Wahl. Obwohl ich dann immer noch sage ein bisschen, dass es am Heck ganz leicht unförmig für manche wirken kann. Aber insgesamt ist das das schönere Design. Ja, hinten haben wir 400 Liter Volumen im Kofferraum und eine automatisch zu öffnende Heckklappe, aber auch optional. Und was immer so toll ist, das erzähle ich jedes Mal, wenn wir einen Skoda in der Redaktion haben, was wirklich toll ist, sind die verschiedenen Ablagemöglichkeiten. Hier sogar unter der Kofferraumabdeckung kann man hier noch Sachen reinstecken. Man kann hier das Netz, kann man hinten Sachen, Taschen oder so, dass sie nicht verrutschen, weil nichts ist schlimmer als Taschen oder Einkäufe, die komplett überall rumfliegen in der Kurve. Und hier an den Seiten überall Haken und überall. Das ist schon richtig, richtig gut gelöst. Aber klar, der Kofferraum ist relativ klein. Es ist ja immer noch ein Fahrzeug, das in der Polo-Klasse zu Hause ist, in der Polo-SUV-Klasse. Schauen wir mal schnell ins Interieur. Optional, aber immer cool bei Skoda, dieser Türkantenschutz hier an der Seite. Das heißt, die fahren immer automatisch rein und wieder raus, sodass man keine andere Tür beschädigt. Das ist richtig gut, ist aber auch optional. Ja, hier hinten hat man richtig viel Platz. Das ist richtig, richtig gut. Die Beinfreiheit hier hinten, die Sitzlehne ist wieder auf Höhe der B-Säule eingestellt. Und hier hinten hat man richtig, richtig Raum. Auch zusammen mit dem Glasdach und so, das ist richtig gut. Die Umsicht ist toll. Alles ist richtig schön zum Reisen und auch für lange Fahrten. Hier ist alles mit Stoff, aber mit Rautenmuster hier in der Sitzmittelbahn und so. Das ist richtig schön, auch für lange Fahrten hier. Ja, jetzt schauen wir mal vorne ins Cockpit und fahren eine Runde. So, im Interieur des Kamiq fühlt man sich eigentlich immer sofort recht wohl. Die Sitze, die sind auch anders als bei Volkswagen. Wir haben hier Sitze, die einen richtig halten. Das sehen wir auch gleich, wenn wir noch Kurven fahren. Und wenn ich hier die Zündung mal anmache, sehe ich gleich sofort virtuelles Cockpit hier. Das ist optional, kostet 430 Euro Aufpreis und natürlich das große Amundsen-System hier in der Mitte. Keine Drehregler mehr, aber zumindest ein schönes, flaches, schön designtes Teil. Das kostet 1300 Euro Aufpreis. Darunter eine Klimaanlageneinheit, Klimaautomatikeinheit, auch mit Drehreglern. Das passt alles und ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe. Die untere Version hat ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Ab der 115 PS gibt es dann ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder optional auch noch Doppelkupplungsgetriebe hier von Volkswagen. Ja, ansonsten sind die Formen hier auch im Interieur auch aufgegriffen vom Exterior-Design. Immer diese spitze, schön geschliffene, sehr präzise Kanten. Auch die Spiegel sind sehr präzise. Das ist sehr schön gemacht. Auch die Sitze hier, die haben dieses Rautenmuster in dieses Stoffdessin. Das ist richtig schön gemacht. Ja, die ersten Meter, man hört vom Motor relativ wenig, auch trotz seiner Dreizylinder-Natur. Normalerweise hat man ja immer dieses Knurren, gerade wenn man Gas gibt. Gut, ich gebe jetzt noch nicht so wirklich Gas. So ein bisschen hört man dieses typische Dreizylinder-Klingen, aber es ist sehr gut gedämmt und so hat man diesen Dreizylinder-Klang nicht sofort präsent. Das Fahrwerk hat man gerade auch schon gemerkt über diese Unebenheiten, über diesen rauen Asphalt.
ist entkoppelt von der Karosserie, von dem Volumen hier der Karosserie, obwohl wir hier ja relativ zum Fahrzeug, also zum Fahrzeugunterboden, hohes Volumen, Raumvolumen hier drin haben, was eigentlich solche Klänge, solche Fahrwerkschläge relativ hoch widerhallen würde. Das tut es aber nicht und das ist schon echt gut. Das heißt, Fahrwerk arbeitet entkoppelt von der Karosserie und man hat hier komplett entspannt das Fahrverhalten und die Fahrgeräusche. Auch diese Dämmung, wir haben jetzt zwar keine Doppelverglasung und so, das gibt es in diesem Segment nicht, aber durch die Frontscheibe und durch die intelligente Architektur haben wir hier ein relativ ruhiges Fahrzeug und ein sehr wankstabiles Fahrzeug bei so normalen Geschwindigkeiten. So, jetzt kommt die erste Empfehlung. Eco-Tipp zum Beispiel kam hier immer. Skoda ist ja toll im Tipps geben immer. Und das kann man zwar zentral ausmachen, dass immer diese Tipps kommen, aber hat man die Fenster zum Beispiel offen, kommt hier ein Tipp, Fenster schließen, weil wegen Strömungskoeffizienten. Oder schaltet man nicht sofort in sechsten Gang, obwohl der hier die Ganganzeige anzeigt, fünfter auf sechster Gang, kommt hier auch wieder Tipp beachten, Ganganzeige beachten. Oder kuppelt man zu früh aus, über 1300 Umdrehungen, steht hier, kommt hier ein Tipp wieder, kuppeln Sie erst aus beim Bremsen, wenn man unterhalb dieser 1300 Umdrehungen des Motors ist und so. Das ist schon ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben durch Skoda. Mich stört sowas. Ich will nicht die ganze Zeit diese Tipps haben. Ich würde es ausmachen. Ich habe es aber mal angelassen, damit man es hier auch sieht im Film. Und was auch wieder neu, relativ neu ist in unserer Zeit hier, ist der NCAP-Crash-Test. Und dazu gehören auch die Fahrerassistenzsysteme. Und die Fahrerassistenzsysteme, die regeln natürlich immer, wenn man das Auto zum allerersten Mal anmacht, dann startet das Auto mit vollen Assistenzsystemen, also volle Anwählbarkeit der Assistenzsysteme. Und die muss man immer manuell ausmachen, indem man am Lenkrad hier auf die Assistenzsysteme geht und zum Beispiel den Spurhalteassistenten, den Lane Assist, ausmacht. Und jetzt hat man keine nervigen Eingriffe mehr, wer das zumindest nicht mag, so wie ich, ins Lenkrad, der einen immer von einer Spur zur anderen Spur leitet. Aber Spurhalteassistent, wer das mag, der funktioniert relativ gut. Man kann es hier mal zeigen am Lane Assist auf dieser geraden Straße. Wenn ich hier drüber gehe, dann erkennt er die Linie jetzt nicht, weil er die Linie gerade nicht erkennt da unten im System. Aber jetzt erkennt er sie, wenn ich hier drüber gehe, dann lenkt er mich wieder sehr gut zurück. Leicht, behutsam und nicht bevormundend, angenehm auf jeden Fall. Und das ist doch schon mal echt gut. Das ist aber das gleiche System wie auch bei Volkswagen hier in diesem Fahrzeug serienmäßig vorhanden. Ja, ansonsten, das Schaltgetriebe funktioniert auch echt gut. Die Gassen sind wohl definiert. Man muss hier nicht wahnsinnig viel rumdenken oder rumprobieren. Das geht immer von Anfang an. Auch haben wir hier auch verschiedene Fahrmodi, normal, Eco, normal, Sport, und können hier auch etwas sportlicher fahren mit den 115 PS, die echt gut anliegen. 200 Newtonmeter haben wir hier noch dazu und damit ist man zwar nicht übermotorisiert, aber von 0 auf 100 geht es immerhin in 9,9 Sekunden, also knapp unter 10 Sekunden. Und da kann man auch ein bisschen flott fahren. Jetzt sind wir hier schon bei 110 km/h. Was man allerdings merkt, ist gerade auf der Autobahn, bei viel Wind ist die Karosserie natürlich sehr anfällig, weil sie erstens hoch ist und viel Seitenfläche bietet. Da wird man ein bisschen arg rumgeschüttelt. Die Spurtreue von diesem Fahrzeug ist nicht nur dann bei diesem Wind nicht so krass, sondern auch bei wenig Wind ist die Spurtreue nicht die perfekteste und nicht die schönste, die man hier hat. Aber es ist ja auch kein Mittel- oder Oberklassefahrzeug. Es bleibt immer noch ein Fahrzeug der unteren Kleinwagen bzw. unteren Kompaktklasse. Ja, die Kurvendynamik. Was will man von einem SUV erwarten? Hier fehlen ein bisschen die Stabilisatoren zwischen den beiden Rädern links und rechts. Also die Stabilisatoren zusätzlich zur Achse, die das Auto in der Wankneigung, in der Wankbewegung bei etwas dynamischerer Fahrt ein bisschen straffer halten. Die hat man sich hier gespart und deswegen kommt das Auto ein bisschen ganz, ganz leicht ins Wanken, beziehungsweise man spürt sein geringes Karosseriegewicht durch die sehr komfortabel aufgehängt, überdurchschnittlich komfortabel aufgehängte Fahrwerk. Man gleitet ja schon sehr schön hier drüber, spürt man die Wankbewegungen hier schon mehr, als ich das eigentlich vom T-Cross gewohnt bin.
aber das kann auch sein, dass ich das nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Ja, ansonsten fährt man richtig gut in diesem Auto, man sitzt gut, die Sitze halten einen gut und wir haben hier eine gute Übersichtlichkeit über das Interieur, auch eine gute Qualität und vor allem, was wir hier haben, ist oben aufgepolstertes Armaturenbrett, in jeder Hinsicht auch an den seitlichen Innentür-Innenverkleidungen oben haben wir auch leicht aufgepolstert. Das heißt, hier ist Skoda einfach ein bisschen intelligenter als Volkswagen gewesen und hat es nicht alles aus Hartplastik gemacht, um hier ein paar Euro zu sparen, sondern ist in dieser Sache gleich aus dem Weg gegangen, dieser negativen Berichterstattung, und haben es sofort gemacht, haben sofort hier aufgeschäumt und es fühlt sich einfach besser an, auch wenn man es nicht die ganze Zeit spürt, weil man fährt ja nicht so, aber man hat die Gewissheit, dass man eben ein etwas höherwertiges Armaturenbrett hier hat und ein etwas höherwertiges Auto gleich dazu. Ja, der Skoda Kamiq ist wirklich ein interessantes, ein sehr spannendes Auto, denn eigentlich ist er der bessere VW T-Cross. Er kostet nicht mehr, er kostet sogar ein bisschen weniger, hat mehr Raum, hat mehr Optionen und sieht noch ein bisschen schöner aus von hinten, ein bisschen mehr als ein Auto. Der VW T-Cross mit seiner aufgesetzten Leiste hinten ist schon nicht immer dem Wohlgefallen der meisten Menschen verfallen. So, also deswegen dieses Auto hier für den Grundpreis, nicht in der Style-Version, aber Grundpreis, Basis für rund 18.000 Euro ist schon sehr, sehr interessant. Das Auto, wie es hier steht, also in der Grundversion, in der Style-Version mit 1,0 Liter Dreizylinder, kostet so 24.300 Euro. Das Auto, wie es hier steht, ist natürlich voll ausgestattet. Wir haben hier die ganzen Fahrerassistenzsysteme mit ACC, toter Winkelassistent. Das haben wir alles an Bord. Wir haben das große Dach, wir haben das Amundsen-System drin, wir haben die LED-Scheinwerfer. Da kommt schon einiges dazu. Das heißt, wir sitzen hier mit dem Preis schon bei 33.000, 34.000 Euro. Aber trotzdem, für ein voll ausgestattetes und vollwertiges Auto dieser Größe, und das ist es ja eigentlich auch, es ist eigentlich so die Mittelklasse von vor 5-6 Jahren, ist das schon ein wirklich interessanter Preis, den man sich mal anschauen kann und vor allem fahren kann. Klar, Fahrdynamik ist bei diesem Fahrzeug, vor allem wenn es so windig ist wie heute auf der Autobahn, schon nicht so wahnsinnig spurstabil. Da kommt diese große Seitenfläche und das hochgesetzte Fahrwerk natürlich zum Tragen als Negativpunkte. Aber das Auto ist trotzdem so im normalen Umgang, im normalen Alltag, spritzig, kürlich, sieht gut aus und ist einfach ein Statement, vor allem in dieser Farbe. Ja, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren, jetzt gleich kommt dieser Button. Dann können wir uns nämlich auch beim nächsten Mal bei vielen verschiedenen interessanten Reviews sehen.